herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge GTA. Die anderen Penner haben da viel schnellere Flugzeuge genommen, als ich, sehe ich da gerade. Ich habe Angst, dass sie nehmen. Oh, da blinken sie. Der Martin ist dabei. Und Rampage und die Killer-Garnele. Servus. Alias Fabian. Wir machen heute wieder eine Challenge, die ihr uns gestellt habt. Und zwar mit Flugzeugen auf einen fahrenden Zug landen. Also Alter. Irgendwie so Postraub 2.0. Nicht mehr mit den Pferden nebenher, sondern mit den zweimotorigen, einmotorigen Maschinen. Eigentlich hatten wir vor, diese Challenge mit dem Titan zu machen, die auch vorgeschlagen wurde. Derjenige, der die gemacht hat und vielleicht zuguckt, soll uns, oder allgemein, wer weiß es, wie kriege ich beim Titan hinten die Klappe auf? Die haben wir nämlich nicht, das haben wir nicht bekommen. Beziehungsweise das richtige Flugzeug, weil ich glaube, es ist ein anderes Flugzeug gemacht. Kann auch sein, ja. Könnt ihr ein paar Runden drehen oder so? Ich sehe euch fast gar nicht mehr. Oh ja, klar. Also, jetzt mal, by the way, wer kommt dir auf die Idee, mit Flugzeugen auf dem Zug zu landen? Hä? Simon, du bist jetzt genau neben mir. Aber ja, ich, jetzt. Und ich sollte ein paar Runden drehen. Ein paar Runden, ja. So, das sagt man halt so. Weil dann dreh bitte nächstes Mal eine Runde, wenn ich dich darum bitte, ja? Nicht mal eine halbe hätte ich müssen. So, jetzt geht's darum, den Zug zu finden, ne? Ja, wir fliegen übers nächtliche Los Santos. Boah, schön. Hoffentlich sehen wir ihn dann. Ja, wo sind denn die Gleise? Fabian, ich dachte, ich fliege immer mal Fabian hinterher. Ja, flieg mal mir hinterher. Ich habe natürlich den Plan im Sack. Pass mal auf, der Zug. Den sieht man immer da oben im Norden irgendwo bei. Ja, da auf jeden Fall. Ja. Hier müssen aber auch irgendwo Gleise sein, meine ich. Hier. Nur, dass es jetzt gerade Nacht ist. Ja, aber der Zug ist wahrscheinlich beleuchtet, oder? Ich natürlich. Wir müssen ja erstmal Gleise finden, ne, bevor wir jetzt. Du, wo seid ihr? Wir sind hinter dir. Also, ich bin noch in See. Ich sehe dich noch. Ich segel da in der Nähe vom Flughafen rum. Dann mach ich mal ein bisschen langsamer. Also, von der Militärding da. Dann gucken wir mal auf der Minimap. Wir werden schon nicht abstürzen. Ah, der Zug ist, glaube ich, weiter außen. Weiter an der rechts außen? Ja, mehr an der Küste, glaube ich. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, da vorne. Könnten Gleise sein. Normalerweise wird gleich ein Zug gespawnt. Ah, ich sehe die Gleise. Hier verlaufen sie. Vor den Windrädern. Ah ja. Müssen wir nur gucken, ob der Zug uns entgegenfährt oder ob er mit uns fährt. Ich habe ja, glaube ich, auch welche gefunden. Ja, dann fliegt mal wieder zu uns. Ja. Dann. In das Gleise? Ich muss gerade mal kurz runtergehen ein bisschen. Fliegen wir einfach den Gleisen hinterher. Ja, ich glaube, das sind Gleise. Alter, ganz ehrlich. Also, das geht doch nicht. Das kann doch nicht gut gehen. Erstmal ganz in die Luft fliegen. Was ein Scheiß. Vor allem habe ich den größten Vogel hier. Also, ja, also ne, ihr wisst, wie ich meine. Ja. Ja, ja. Den größten Vogel hast du sowieso. Und Flugzeug hast du auch noch ein riesiges. Ja, Mann. Doppelt gut. Aber so, kommt dann mal den hinterher. Weiß nicht, kannst du es mir sagen? Oh, ich muss weiterfliegen. Oh, hier ist ein Tunnel. Nicht abstürzen. Martin, wo bist du? Kann ja schon ein bisschen schneller vorausfliegen und gucken. Ja, klar, wir sammeln uns dann alle. Ich sehe, glaube da vorne die. Ja, ich nehme mal Kurs auf den Chat. Kann man hier echt keinen Rauch anwerfen, Mensch? Wahrscheinlich musst du es kaufen. Wahrscheinlich, wenn du dir selber das Flugzeug kaufst, kannst du das irgendwie noch mit freischalten. Aber eigentlich ist es cool, es fliegt dich nice. Ja, ist ziemlich wendig, ne? Ja, aber man muss aufpassen, wenn man einmal kurz irgendwo in eine Richtung drückt, dann hat man gleich zu viel. Ja, das wird spaßig beim Landen, ey. Ja. Ich glaube, ich explodiere auf jeden Fall. So, ich sehe, wenn wir noch keinen Tunnel, da können wir durchfliegen. Ja, genau, wir landen im Tunnel auf dem Zug. Hallo. Boah, Scheiße! Ich hab Flügel verloren! Was, Thomas? Was hast du denn jetzt gemacht? Da vorne explodiert's! Oh nein, ich hab ihn nicht gesehen! Was hast du denn jetzt gemacht mit dem? Oh, der ist aber wirklich eklig! Alter, das ist echt so! Und dann mein Riesenvogel, verstehst du? Was? Hä? Ja, pass auf hier, wenn du direkt über die Gleise fliegst, hier hinterm Berg entlang, ja, da stehen drei, vier solche Strommasten hintereinander, wenn du gar nicht aufpasst, da rummeln wir voll rein. Da ist der Zug! Was, wo? Ich bin auf dem Zug. Ich beobachte euch vom Zug aus.
brauchst ein neues Flugzeug. Ja, ja, nee. Gut, vielleicht mal, wir machen einfach, wahrscheinlich brauchen wir ja mehrere Versuche. Dann beim nächsten Versuch hat jetzt versucht erst mal. Ja. Wo ist denn der Zug? Wo ich rumfliege und wo Fabian auch ist. Ich warte aber noch, bis er am Berg ist. Ah ja, da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn. So. So, der Rampage kommt angeflogen. Oh je, da bin ich Eltern drüber. Ganz gut. Ja, wenn er gleich in die Kurve geht, will ich noch nicht anfliegen. Klar, no risk, no fun, also. Ja, klar. Also ich sag euch mal gleich, wo ihr am besten landen könnt. Es gibt einmal zwei Waggons hintereinander. Das ist die einzige Stelle. Der ist total kurz. Stelle, wo es einigermaßen geht. Kurz. Und weißt du, jetzt sind da auch noch so scheiß. Na, da kannst du jetzt gerade nicht landen mit den Felsen noch dazu. Muss gehen. Nee, oh. Wenn ich da jetzt gelandet. Ich gebe euch ein bisschen Licht hier. Ich muss nochmal durchstarten. Okay. Ich kam nicht mehr hoch. Der Rampage kam nicht mehr hoch. Und dein Versuch. Was passiert im Alter? Ja, es ist. Nein, passiert. Das habe ich nicht gemeint. Oh shit! Nein! Ah, da unten sind noch brennende Teile. Mal schauen, ob es von meinem ist oder vom Chat. Nein, es ist von meinem. So, mal eine Runde drehen. Oh shit. Oh, jetzt ist es doch fest. Wäre ich beinahe so abgestürzt. So, wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade gar nicht mehr vorbei. Wie weit seid ihr schon vorne? Ach, da hinten. Ich sehe euch. Ja, ich schieße ein paar Leuchtpakete. Ja, schieß mal. Ja, ja, sehe ich. Komm, noch ein Stück. Ja, gar nicht so schlecht. Komm. Nein! Oh, Alter! Alles war mega knapp. Das war nicht schlecht. Ich war ein kleines bisschen, glaube ich, zu schnell. Bisschen zu schnell vielleicht noch. Gut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir wieder Flugzeuge haben. Willkommen zurück. Wir haben Trevors Flughafen. Nee, ist nicht Trevor, ne? Das ist der. Aber doch, man kann ihn kaufen. Man kann ihn kaufen mit Trevor. Der Schmuggelflughafen gefunden. Zwei Flugzeuge in Heli. Oh Gott. Wir versuchen es jetzt noch einfach mal von hier aus. Oh Gott, Fabian, komm. So eine langsame Maschine, Alter. Der geht gleich wieder runter. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn du nicht zu fix bist. Alter, guck mal, ich komme nicht hoch, Alter. Oh. Ja, es gab leider noch zwei Flugzeuge. Jetzt habe ich den Heli, dann kann ich ihn ein bisschen beobachten. Ui, aber das Ding ist mega träge im Vergleich zu meinem geilen Stunt-Flugzeug. Frag mich erst. Wartet gleich, wenn ihr da seid, bitte, bis ich auch da bin, dann kann ich euch zugucken, wie ihr kaputt geht. Problem, der Zug, links oder rechts, was meint ihr? Der müsste doch eigentlich einfach weitergefahren sein, der will ja nicht verschwinden. Dann müssen wir ihn einholen, aber. Ja. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Schaffst du das mit der Kiste, Fabian? Ja, ich versuch's, Alter. Na gut, meine ist glaube ich nicht schneller. So langsam ist er eigentlich gar nicht, aber bis er mal schnell ist, geht's eine Weile. Der Bunte kann schon mal vorausfliegen. Ja, ich bin schon. Gibt's da einen? Ja, gibt's sogar. 130 Knoten für das Ding. 100? Das ist aber ordentlich. 103, ja gut, was ist ordentlich? Was sind das? Nicht mal 200 km/h? 200 km/h? Sowas? Ja, also halt im Vergleich zu dem, was die Sachen hier sonst hinkriegen, die Autos und so. Also ich glaube, Flugzeuge werden in Knoten angegeben, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Ich weiß nur nicht, ob es die gleiche Umrechnung ist wie bei Schiffe. Oh je. Also ich bin auf jeden Fall nicht schneller als du. Nee, aber auch nicht langsamer, ne? So, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Ich flieg links. Der Bund ist links geflogen, dann fahren wir halt auch links. Oh je, Achtung, Strommasten. Oh, Alter! Du über mir, unter mir Strommasten. Nicht gut. Der Zug ist bestimmt in der Raffinerie gehalten hier. Hey, da ist wirklich was, oder? Da ist wirklich was? Das ist das Güterwaggons, oder? Oh ja. So Öldinger, so. Der leider nicht. Nein, da wäre ich eh nicht drauf gekommen. Immerhin wird es jetzt hell, dann sieht man die Strommasten besser. Ja, das ist echt hilfreich. Dann mal rein nach Los Santos. Ich weiß gar nicht, wie der Zug in Los Santos verläuft, ob er dran durchfährt. Also der Helikopter ist auf jeden Fall schneller als die Flugzeuge. Hier steht auf jeden Fall noch meine Limousine mit der Gatling. Man erinnert sich.
da geht's in den Tunnel, da sind die Gleise fertig. Ja, schade, scheiße. Ja, dann ab rein. Ja, komm, ab rein, aber so, echt. Mission Impossible Style. Mit dem Heli fliegst du da locker rein. Im Heli ist easy. Wo könnte man im Heli denn noch landen, im Flugzeug denn noch landen, wo es schwer wäre? Auf dem Hochhaus? Ja, Hochhaus wäre auch schwer. Ja, guck mal, wir fliegen mal zu dem großen Hochhaus. Ist zwar jetzt ein bisschen eine abgewandelte Geschichte, aber... Das Hochhaus in der Mitte, das größte Hochhaus, das hat eine ganz kleine Oberfläche. Ja, das ist von der Mace Bank. Oder du kannst mal dahin fliegen und wir versuchen drauf zu landen. Mal gucken, ich guck mir das an, wie ihr drauf versucht zu landen. Ja, okay. Mal. Auf jeden Fall Vorschlag, mit Flugzeugen auf dem Zug landen, es geht nicht. Boah, also ich glaube, ich hätte es fast geschafft. Also ja, es ist sicherlich möglich, aber... Ein kleines bisschen zu schnell. Ich glaube, da braucht es echt ein paar Anläufe. Das Runde hier? Ja, ja, das ist das höchste Gebäude. Aber vergiss es, da kann man nicht drauf landen. Jetzt guckst du mal. Ja, im Notfall hast du vielleicht noch eine zweite Chance, wenn du hinten runterfliegst. Mal gucken. Also ich nehme jetzt gerade Anlauf. Weiß nicht, was der Bunte jetzt zieht. Siehst du mich, Bunte? Ja, ich sehe den Martin. Oh, der Martin kommt ich bin schon viel zu weit. Ja, der Martin ist durch. Ich will nicht der erste sein, der explodiert. Da kommt die Killergarnele. Und weg ist er. Ey, das war nur das Fahrgestell, was dagegen geknallt ist. Und das Teil, du warst ein bisschen zu tief. So. Ja, da dreht er die Kurve. Das Ding ist ja mega unwendig. Soll ich gleich abfahren? Ja, ja. Muss ein bisschen höher gewinnen noch. Ach komm, Kamera. Ey, was ist denn los? Hey! Gleich holt er mich noch weg. Das Ding fährt, glaube ich, gerade ab. Ja. Oh Scheiße. Nein! Alter. Das war auch ein bisschen daneben. Jemand, kannst du eine Lenkrakete ausweichen? Ich glaube nicht. Ich habe doch gesagt, das Ding schmiert ab. Assi! Ich hab doch extra gefragt. Ja, ich hab gesagt nein. Ach so. Ich hätte uns jetzt abgeholt und direkt zum Flughafen geflogen, du Penner. Ach, Simon. Sei doch mal ein bisschen spontan. Oh, ich habe schon wieder zwei Cops, weil ich ein Auto geklaut habe. Warum denn das? Ich habe auch zwei Cops, warum bloß? Wer startet gerade? Warte, pass auf, mal so ein Strömungsabriss. Das sah geil aus, oder? Pass auf, ich komme nochmal in die Flogge. Gleich rechts rüber, komplett rechts. Alter, da wirft einer gleich Flugzeug runter. Oh shit! So, okay. Sollen wir nochmal auf dem Hausdach versuchen, vielleicht auf dem größeren? Glaube ich schneller, als wenn wir jetzt den Dings finden müssen. Okay. Wie wär's auf einer Brücke? Auf dem Schiff? Nee, Schiff ist zu schwierig. Ja, Hausdach. Wir können auch einfach, ja, nochmal von, oder halt irgendwo, über auf dem Weg oder so. Auf einer Autobahn. Vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ja. Für mich schon. Ja gut, dann mach vor. Was seid ihr? Autobahn. Kommt der noch hinter mich, oder? Wo bist du denn? Wo soll ich da unten landen? Das. Ihr seht ja mich, ich bin jetzt auf der... Wir gehen ganz rechts an die äußere Autobahn. Ja, ich flieg da gerade hin. So, okay. So, wir haben uns wieder neue Flugzeuge geschnappt, wie ihr seht. Fabian hat sich den Titan geholt, ich hab so einen Cessna-Verschnitt. Und Martin, was hast du? So ein normales kleines... Ja, ich hab so ein Propeller-Ding. So, was ich, glaube ich, am Anfang hatte. Genau. Nice. So, auf der Autobahn landen, ne? Soll ich unter der Brücke landen? Komm, dann machen wir jetzt. Versuchst du es? Ja, klar. Dann gucken wir auf eine Rampage. Er ist gerade leider nicht im Bild. Da sind aber gerade... Ne, dann lass es lieber. Ja, komm mal weiter. Komm mal erstmal zu uns. Ja, ich bin nicht so schnell. Ja, wir machen ganz langsam. Ich habe den Motor echt gedrosselt. Ja, ich auch. Ich gebe gar kein Gas mehr. Achtung, Fabian. Simon! Ich gebe Vollgas. Also neben der Pferderennbahn ist die Autobahn und dann wird gelandet. Was ist die Pferderennbahn?
denke mal, für Martins Schüssel ist es ziemlich einfach. Für Simons Schüssel wird es schon schwerer. Für meinen ist es nahezu unmöglich. Deswegen landest du auch zum Schluss. Deswegen lande ich auch zum Schluss. Soll ich auf der Pferderennbahn landen? Das ist ja easy. So, Martin, jetzt musst du mal ein bisschen Gas geben. Gib mal ein bisschen Jass. Ja, ich stehe schon voll drauf. Wer packt das Ding? Da geht doch noch ein bisschen was. Oh, Schild, ist da viel Verkehr. Okay, da Simon. Und da sind so Mittel. Oh, Schild. Oh, shit, ey, okay. Ja, das ist nicht so einfach. Oh, ich sollte im Gegenverkehr. Oh. Ja, Simon. Ja? Ich land vor dir, bleib mal so stehen. Ich land auf der Brücke vor dir. Bremst bitte. Oh je, das wird nix. Oh je. Komm, du solltest schon. Oh nein, das ist schon Schlafwerk. Der scheiß LKW. Das Ding ist nicht Schlafwerk. Doch, hatte ich kein Fahrwerk außen? Fahrwerk meine ich, ja. Fahrwerk. Halt, wer schließt mich da ab? Ja, wohl. Ja, jetzt haben es alle geschafft, außer ich, oder wie? Blitzsauber gelandet. Das war echt schwer, das war echt schwer. Kracht er da einfach ohne... nicht von mir warten, dass du es schaffst? Fahrwerk runter. Ja, komm, ich komme hier nicht mehr raus. Gut. Wollt ihr bei mir mitfliegen? Ja, als Abschluss. Lass mich auch mit. Also die ganz einfache Version haben wir geschafft. Wir werden noch mal ein bisschen üben, wahrscheinlich nicht. Und das vielleicht nochmal irgendwann versuchen. Ist ein bisschen schwer, den Zug zu finden. Alter, ich muss einfach mal mit Flügel fahren, guck mal. Ich halte hier schon den ganzen Verkehr auf. Ist es überhaupt ein Viersitzer oder ist es nur ein Zweisitzer? Ich glaube, das ist nur ein Zweisitzer. Oh, meins ist explodiert. Nur ein Zweisitzer? Was war denn jetzt? Nehmt ihr uns jetzt noch mit? Ja, natürlich, ich warte auf euch. Oh ja, das ist geil, im Anzug rennen. Alter, was du für einen Stau produzierst, Bruder. Der arme Anhänger. Der arme Anhänger, echt, ey. Was ist denn das für ein Stromaggregat? Oh no! Alter! Jawoll, komm, Geld! Du Mörder! Ja! 1000 Kopfgeld, ey! Auszeichnen Kopfgeldjäger hier! Willst du einsteigen? Da unten ist er! Ja, nein! Da komm mal, ich will mit! Mann, ich will noch mit! Oh yeah! Hallo! Los geht's! Der schiebt mich die Brücke runter! Alter! Hallo! Ja, schöner Abschluss. Nice. Mach's gut. Bis dann, Leute. Der Drecksack, der wird jetzt abgeschossen. Simon, don't mess with the master.